Wie gehen wir damit um, wenn Jugendliche Messenger nutzen, die aus unserer Sicht nicht optimal sind? Da gibt es mehrere Sachen zu beachten. Das eine ist, was darf ich eigentlich rechtlich? Das andere, welche Messenger will ich eigentlich, dass sie nutzen? Ich glaube, dass viele natürlich zumindest in der Gegenwart WhatsApp nutzen werden wollen, weil sie das einfach kennen, weil sie damit gut kommunizieren können, weil es für sie gut funktioniert. Aber ich finde es ganz wichtig, in unserer Rolle als pädagogische Fachkräfte und insbesondere auch Medienpädagoginnen einfach Alternativen zu den sogenannten Datenfressern oder Datenkraken eben aufzuzeigen und klar zu machen, dass es ganz viele sinnvolle Apps gibt, die eben meine Persönlichkeitsrechte besser wahren, als das beispielsweise WhatsApp, Facebook und Instagram tun.